Hallo und herzlich willkommen hier im Hoftiergarten. Hallo. Wir haben heute wieder was mit unseren Inkubatoren vor. Die haben wir euch ja gezeigt, wie wir die aufgebaut haben. Genau, Testtag. Testtag. Heute sind wir an Tag 12. Wir haben es bisher nicht geschafft, die Eier zu schielen. Und das wollen wir jetzt gerne nachholen. Wie wir euch letztes Mal gezeigt haben, als wir den Inkubator aufgebaut haben, hat dieser eine Schierfunktion. Das heißt, da sind unter den Eiern überall kleine LEDs drin. Die hatten wir auch einmal zum Blenden kurz angemacht. Ja, war eine sehr blendende Erfahrung. Und jetzt wollen wir mal gucken, wie das aussieht, wenn die Eier da drin sind und wir die durchleuchten wollen. Dazu brauchen wir aber, glaube ich, ein bisschen weniger Außenlicht, oder? Würde ich mal sagen. Also du meinst, das Licht sollte das auch sein? Zu hell. Du glaubst, die LEDs sind nicht stark genug? Ich glaube nicht, dass es dagegen geht. Wir können ja mal versuchen, aber ich glaube nicht. Oh. Nein. Guck mal gar nicht. Nein, man sieht nichts. Also ist gar nichts. Ob man das anmacht oder nicht, ist halt nur beleuchtet. Ich habe auch so schon das Gefühl, ich glaube, das wird nicht gut, dass das nicht wirklich gut funktionieren wird. Also weil nicht alle Eier bestückt sind. Das funktioniert bestimmt, wenn das Ding voll ist. Ja, genau. Weil also der Eindruck, der jetzt gerade entsteht, ist, wenn du nicht 56 Eier da drin hast, sondern so wie wir nur 20 und du nur alle LED-Lichter auf Schlag einschalten kannst, dann wird zwar dein einzelnes Ei, die einzelnen Eier werden zwar von unten angeleuchtet, aber du hast halt kein klares Bild, weil die freien Dinger dich einfach echt blenden. Ja. Aber wir können es ja mal probieren, dafür testen wir das Gerät. Richtig. Genau. So, dann würde ich sagen, einmal, das hat ja super geklappt. Cool, das ist jetzt richtig dunkel. Welcher Knopf ist denn jetzt der mit der Lampe? Der da, glaube ich. Ui. Oh! Ja, der Effekt ist schon ziemlich... Also die Eier sind hell. Ja. Aber man kann nicht durchgucken. Also nein, es ist tatsächlich, also so funktioniert das definitiv nicht. Wir können euch nochmal einen anderen Blickwinkel darauf zeigen, also das ist, die Funktion ist bestimmt mega, aber du musst wirklich alle 56 Fächer belegt haben, weil ansonsten... Oder tatsächlich vielleicht mehr in eine Reihe packen und mehr von den Dingern abkleben, die wir das hier vorne gemacht haben. Also wir haben vorher, weil wir das gedacht haben, dass es schwierig wird, schon mal zwei Reihen abgeklebt. Wir zeigen euch das gleich einmal in der Draufsicht. Aber es ist tatsächlich durch die anderen LED rundrum so hell, dass es halt echt überhaupt gar nichts bringt, gefühlt. Mhm. Ja, also ich würde sagen, dass irgendwie, da müssen wir dann tatsächlich auf unsere eigene alte Schierlampe zurückgreifen. Ja. Dann macht er mal das Licht wieder an. Ja, sofort. Ich würde halt gerne noch sagen, so, wenn der halt nicht voll bestückt ist, dann ist das mit dem Schieren, glaube ich, echt schlecht. Also ja, mit den Schierlampen echt schlecht. Das ist eine coole Idee, hilft aber nicht, wenn du nicht 56 Eier ansetzt. Und ich bin mir auch nicht sicher, die LEDs sind echt richtig, richtig hell. Wir haben ja hier den einen Platz, den wir nicht besetzt kriegen, weil der Wendemotor da direkt drüber ist. Da passt kein Ei drunter. Das könnt ihr in dem Video des initialen Öffnen und Bestückens auch nochmal sehen. Das haben wir, oder verlinken wir euch noch mit. Ja, aber das wird so leider nichts. Das glaube ich. Ja, dann. Das ist halt, wenn das irgendwie versucht so abzudecken. Nee. Also ihr habt ja gesehen, in dem Einblender könnt ihr ja sehen, oder habt ihr gesehen, wir haben, das ist Panzertape, ne? Also das ist dieses graue Panzertape. Und selbst dadurch kann man relativ deutlich sehen, dieses Licht soll ja auch, es soll ja das Ei durchleuchten. Aber ich glaube einfach, dass da ist zu viel Rundumbeleuchtung. Ne? Ja, gut, dann müssen wir auf die Schierlampe zurückgreifen. Ja, sonst müsste man es tatsächlich umsetzen jetzt. Ja, das ist auch Quatsch. Nee, wir machen das mit der Handschierlampe ganz normal. Ja, Licht geht nur mit Klatschen, wenn du dich erinnerst. Ah. Siehst du? Perfekt. So, dann kann ich das ausmachen. Gut.
Das blendet wirklich. Ja, wir haben das schon gedacht, deshalb habe ich hier schon die Verlängerungsdose. Und ich die Schierlampe. Aber dann müssen wir es gleich nochmal dunkel machen. Ja. Aber ich glaube, bei den... Ist das jetzt eigentlich schlimm, wenn wir den aufmachen, wegen dem Thema da drin und so? Nein, wir gucken sie zügig durch. Und da ist ja ein Thermometer und ein Hydrometer dran. Wir gucken sie zügig durch und dann... Okay. Wir nehmen halt immer nur ein Ei raus zur Zeit und machen das relativ fix. Genau. Damit können wir mal anfangen. Ich würde das Licht wieder ausmachen. Aber ich glaube nicht, dass es für euch jetzt spannend ist, wenn wir hier für uns, weil ich glaube, auf die Entfernung mit der Kamera kann man das halt nicht gut sehen. Wenn wir jetzt hier 20 Eier durchschieren. 22. Ja, wir haben ja noch zwei. Dazu können wir gleich im Anschluss noch was sagen. Sondern das machen wir einfach und wir spulen quasi vor. Genau. Weil wir müssen ja dann wieder. Wir verraten euch das Ergebnis. Genau, wir verraten euch das Ergebnis. Also, es war ja ursprünglich so 8 Eier von unserem Hahn und 12 Vorwerker-Bruteier, die wir uns nochmal käuflich dazu erworben haben. Genau. Ja, dann würde ich sagen, legen wir los. Aber auch dafür, glaube ich, brauchen wir weniger Licht. Das heißt, du musst es dunkel machen und wenn es für euch wieder hell wird, dann seht ihr das Ergebnis. Du musst klatschen, Schatz. So. Das war, ich fülle mal Wasser nach, sonst fängt er gleich an zu pieken. Wird er vermutlich gleich machen. Ja, wird er vermutlich gleich machen. Da ist bei 35% wieder. So, das war ernüchternd. Enttäuschend, ja, genau. Also von 20 Eiern sind jetzt noch 10 über. Ja, die 8 Eier von unserem Hahn, von unserem Big Daddy, sind alle unbefruchtet. Und 2 von den gekauften sind auch unbefruchtet. Und 2 von den 12 gekauften Eiern sind auch unbefruchtet. Das ist aber völlig okay, also das kann immer passieren. Das ist eine gute Quote. Und 10 von 12. Beide vom gleichen Tag. Beide von 22. Stimmt, beides sogar so viel. Vielleicht war der Hahn da krank. Also die Befruchtung würde ja vorher stattfinden. Ja, schon klar, aber... Ja, also genau, wir haben auch sonst keine vom 22. mehr über, ne? Nee. 20., 21., 25. Ist ja völlig egal. Ja. Das ist die Warnung für die Luftfeuchtigkeit. Die unterschrittene Luftfeuchtigkeit, genau. Ja, genau, das heißt, wir machen mit 10 Eiern weiter. Jawohl. Der Testtag 2 ist damit quasi beendet. Also wir haben die Inkubationsmaschine, sondern wir haben die Schierfunktion getestet und haben halt festgestellt, die funktioniert bestimmt, aber nicht, wenn du nicht 56 Eier tatsächlich drin hast, beziehungsweise 55, 66, 56 passen ja gar nicht. Genau. Oder halt vielleicht tatsächlich konzentrieren auf einen Bereich und den Rest zukleben. Genau, ja, das hätte man nochmal machen können. Das könnten wir nochmal versuchen, wenn wir das Ding nochmal starten, sag ich mal. Jetzt so in der aktuellen Geschichte ähnlich. Genau, ja, dann soll es das auch schon wieder gewesen sein. Noch nicht ganz. Noch nicht ganz? Wir haben ja noch 2 Eier. Ah, wir haben ja noch 2 Eier. Stimmt, hier steht ja auch noch der ursprüngliche. Darf ich die mal, dass du die vorne, ja, nicht, dass sie runterfallen. Hier stehen ja noch 2 Eier, von denen wir was erzählen können. Was Trauriges eigentlich. Ja. Genau, die sind getrennt drin, weil sie auch später gestartet sind. Hier sind nur 2 Eier drin. Und die sind von unserer Laufendendame. Ja. Ja. Von unserer ehemaligen Laufendendame. Genau. Die war gerade so weit, dass sie angefangen hat, Eier zu legen. In Summe waren es dann, glaube ich, 3, die sie gelegt hat. Genau. Warum ehemaliger Laufendendame? Ja, die ist gerissen worden. Wir vermuten von einem Fuchs. Ja. Seitdem hängen Wildkameras im Garten. Ja, seitdem hängen Wildkameras im Garten, genau. Wir haben den Eindringling noch nicht ausgemacht, also wir haben auf den Bildern noch nichts gesehen. Es gibt ein Video, wo wir unsere Laufente und den Erpel beim Liebestanz quasi beobachtet haben, rein zufällig. Das kann ich euch auch nochmal mit verlinken. Also die waren schon ein bisschen aktiv, von daher schließen wir es nicht so zu 100% aus.
Aber an dem Tag, als sie gerissen wurde, hatte sie halt zwei Eier gelegt. Beziehungsweise vielleicht war eins auch eins war vom Kopf oder von der Nacht. Oder von der Nacht, genau. Also das wissen wir nicht so genau. Aber wir haben gedacht, vielleicht, das wäre ja so ein bisschen sentimental süß, wenn da vielleicht tatsächlich von ihr noch Nachkommen dabei sind. Genau, das heißt, die müssen wir nochmal schieren. Die müssen wir nochmal nachgucken. Genau. Ich weiß nicht, Enteneier, die Schale ist ja ziemlich dick. Ob wir da überhaupt was sehen? Ich habe da überhaupt keine Erfahrung bei Enteneiern. Ich auch nicht. Und ich bin ganz ehrlich, gut, dass wir das jetzt in diesem Video so machen, weil ich habe mich auch nicht belesen vorher, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich weiß gar nicht, wir lassen uns quasi einfach nochmal überraschen. Wir können die ja jetzt einfach nochmal schnell schieren. Ja, die sind jetzt noch auch wie lange? 10 Tage, ne? Die sind auch 10 Tage, genau, die sind glaube ich 2 Tage später gekommen. Ja. Später. Genau. Und Enteneier brüten ja eine Woche länger. Ja. Genau, und deshalb haben wir sie da nicht mit reingemacht, weil die sind jetzt bei Tag 12, das heißt, die sind in 10 Tagen auf alle Fälle fertig. Und diese hier werden generell schon mal 7 Tage länger und sind 2 Tage später gestartet. Das heißt, die schlüpfen 9 Tage nach den Hühnern. Und damit da nicht, man weiß ja, Hühner fangen dann halt an zu piepen und unterhalten sich untereinander. Und damit die da nicht irgendwie aus dem Rhythmus kommen und es vielleicht sogar früh geworden, ich weiß gar nicht, ob das geht, aber vermutlich gibt es auch sowas im Tierreich. Und, genau, damit das nicht passiert, und zusätzlich die Luftfeuchtigkeit muss bei Enteneiern höher sein. Folglich halten wir hier ein höheres Luftfeuchtigkeitslevel. Ja, das heißt, du machst jetzt nochmal Licht aus. Wir schieren einmal schnell 2 Eier und sind sofort wieder da. Für euch vergeht ja quasi keine Zeit. Dann los. Ja. Man kann Enteneier schieren. Das wissen wir jetzt. Das wissen wir jetzt, genau. Und auch genau, ist leider nichts dran. Genau, genauso leicht wie Hühnereier. Das war so durchleuchtet nach 10 Tagen. Also ja, da hätte ja auf alle Fälle schon nichts schon was zu sehen sein müssen. Ja, genau. Das war leider gar nichts. Ja, schade. Gut. Ja, dann muss die neue Ente dann halt dafür sorgen. Die ist jetzt aber erst 2 Monate die alt. Die muss ja noch ein bisschen wachsen. Und ja, doch genau, ganz kleine Flügel, das ist voll süß. Wir haben unserem Erpel natürlich sofort eine Ersatzente besorgt aus der näheren Umgebung, weil das ging gar nicht. Also das war ganz furchtbar. Er stand nächsten Tag schon mitten auf der Wiese und nagte vor sich hin und rief nach seiner Ente. Ja, und das ist dann verzweifelt den Gänsen hinterhergelaufen. Das war auch ein bisschen süß. Ja, aber man hält Tiere grundsätzlich schon mal gar nicht alleine. Von daher war das sehr gut. Genau. So, jetzt machen wir aber doch Schluss mit unserem Inkubator-Test Tag 2. Ja, genau. Wir sehen uns aber noch zu einem dritten Test, nämlich 3 Tage vorher, also ab Tag 18, nimmt man ja die Wendeautomatik raus, weil das Küken dann in die finale Position kommt. Genau, und das würden wir euch noch zeigen, wie leicht es ist. Wir haben ja für uns beim initialen Bestücken schon mal festgestellt, es geht nicht über die Menüführung vorne, sondern man muss tatsächlich das Kabel rausziehen. Und das fand ich ein bisschen dämlich, weil du steuerst so viel über das Menü, aber kannst die Wendeautomatik nicht abschalten. Mhm. Auf der anderen Seite, ihr habt ja inzwischen auch schon das ein oder andere Mal reingucken können. Wir haben ja von oben das vorhin einmal gezeigt. Das ist auch ein bisschen doof, wenn auf diesen Eierhaltern, sage ich mal, also auf diesen Eiervorrichtungen da die Küken nachher rumlaufen. Das geht ja, das geht gar nicht. Also wir werden es rausnehmen komplett. Ich wollte sagen, wenn wir das aufhören, wenden zu lassen, dann nehmen wir auch den gelben Einsatz komplett raus. Genau, den gelben Einsatz nehmen wir komplett raus. Dann legen wir die Eier unten in die Schale. Ja, das heißt, wir sind heute bei Tag 12. Tag 18 bauen wir sie aus. Das heißt, in 6 Tagen melden wir uns mit dem nächsten Inkubationsautomatentest-Video zurück. Genau. Und bis dahin, wenn euch das Video gefallen hat, gebt uns einen Daumen hoch. Genau, macht das Ding mit der Glocke. Bim, bim, bim. Und wir freuen uns natürlich über ein Abo unseres Kanals. Genau. Ansonsten können wir nur noch wünschen wir euch einen schönen Abend. Genau. Ciao. Tschüss.